Ja, heute mal von einer ganz ungewöhnlichen Stelle. Bin gerade im Stall und baue hier gerade aus einer alten Palette. Hier, soweit kennt ihr bestimmt die Umrandung. Habe ich eine Raupe gebaut. Und ich habe ja die Kamera momentan immer mit, damit wenn irgendwelche Ideen mir durch den Kopf schießen, ja nicht wundern, ich bin immer barfuß, dass ich dann gleich aufnehmen kann. Dann ist mir gerade so aufgefallen, wie seht ihr das eigentlich mit Tieren? Sind Tiere für euch Besitz? Oder sind Tiere für euch Freunde? Andere Erdlinge, die bei dir wohnen? Wie siehst du Tiere als wertig? Würde mich mal interessieren. Also ich spreche jetzt natürlich keinen besonders an. Eigentlich interessiert mich jede Meinung. Das Ding an der Sache ist, man kriegt dann immer so eine Sache mit, wie so ein Schwachsinn, wie bei Pferden. Angeblich haben die kein Gefühl, vorne in den Beine und bla. Das ist natürlich Schwachsinn, natürlich haben die Gefühle. Und finden da genauso Schmerzen. Nee, aber auch so eine Sache wie, weiß ich nicht, vorher konnte ich mit Pferde immer nicht anfangen. Pferde waren für mich irgendwie groß, blöd, fertig. Jetzt, wo wir selber Pferde haben, stelle ich Facetten an ihren Charakter fest. Krass. Und stelle fest, dass sie von der Ebene, also weit über alles stehen, was ich kenne, so, ob das jetzt Rinder, Pferde, Hühner, Hunde, Katzen. Also da merke ich wirklich, die stehen. Tja, wie soll man sagen? Entwicklung des Wesens weit höher. Also, da kommt was rüber. Das ist wie Kommunikation, das ist ulkig. Und Sanando zum Beispiel war ein absoluter Problempferd, der hat gebissen gemacht, getan und bis ich angefangen habe, ihm zuzuhören. Ja, nein, ich kann nicht mit Pferden reden. Aber wenn ich sage zuhören, heißt das einfach auch mal, sich mit seinen Eigenheiten, mit seiner Sprache auseinanderzusetzen eben. Zum Beispiel, dass diese Beißen, das war ja kein Beißen. Also natürlich war es schon beißen, er hat schon zugebissen, aber es war eigentlich ganz was anderes. Der arme Kerl hat nie richtigen Kontakt gehabt mit anderen Artgenossen. Und er war einfach gefrustet, er wollte putzen, machen, tun. Und dann kam irgendwie so, na so wie bei Kindern, wenn sie sich gegenseitig hauen, weil sie noch nicht fähig sind zu streicheln. Ja, und so war bei dem das auch. Und jetzt ist es so, ich habe dann einfach stillgehalten. Kann mich versichern, das hat teilweise echt wehgetan. Hab mich natürlich auch durchgesetzt, hab dann gesagt, Freund, noch einmal, dann nimmst du Backpfeife. Ja. Wie man es eben bei Kindern macht. Ja, und jetzt ist es so, dass wir eine Basis haben. Er kommt dann an, dann knubbelt er mir rum, werde geputzt und dann wird an mir gerubelt etc. Richtig begrüßungszeremoniell. Da wird gewiehert, wenn man kommt und so. Ja. Man sieht Freude. Und das meine ich, wie seht ihr Tiere? Weil ich kann da sehen, ich sehe da Freude. Ich sehe Leid. Also zum Beispiel haben wir eine neue, eine Stute, Lotte. Nandu hat die gesehen und kannst mir erzählen, was du willst. Das war Liebe auf den ersten Blick. Die Bienen waren ineinander verknallt. Jetzt gibt es garantiert genug, die sagen, das geht nicht. Aber ich hab's gesehen und ich sehe es jeden Tag. Ja, da wollten wir eigentlich erst die in dem Box und bla und hast nicht gesehen. Weil wir hier irgendwie zwar bedingt offen Stallhaltung machen, aber wir abends wollen wir sie doch drin haben, weil er tippt ja leider immer genug Spinner. Und du merkst das. Diese Sehnsucht, wenn sie sich mal eben eine halbe Stunde nicht sehen, das ist echt ist cool. Also sie sind nicht anders. Seht ihr das genauso? Ich meine, wo stehen für euch Tiere so levelmäßig? Also bei mir ist es so, von mir Gefühl her, stehen sie auf gleicher Höhe mit mir. Weil, ja, nur weil ich Hände habe, nur weil ich
vermeintlich reden kann. Er kann auch reden, nur verstehe ich ihn nicht. Naja, sagen wir mal so, mittlerweile schon ein bisschen. Ja, was unterscheidet uns? Weil wir so, ach, so intelligent sind. Weil wir gelernt haben, unsere Welt zu zerstören. Wer ist intelligenter? Das ist immer die Frage. Tja, das würde mich mal wissen. Was sind Tiere für euch? Freunde? Besitz? Tja. Gut. Bis zum nächsten Video.